Hallo und herzlich willkommen. Im heutigen Video, neuer Tag, neue Lidschattenpalette, geht es diesmal um die Pat McGrath Lidschattenpalette, die sie seit, ich glaube jetzt das dritte Jahr rausbringt, die Mothership Mega, und diesmal heißt sie Celestial Nirvana Palette. Da hat man stolze 18 Farben drin. Es ist ein bisschen anders von ihren normalen Mothership Paletten. Da sind ja im Normalfall immer 4 Special Shades mit enthalten. Das ist in dieser nicht. Man hat trotzdem ein paar Formulierungen, und ich finde die Palette immer eine sehr schöne Palette, um mal in die Welt von Pat McGrath einzutauchen. Wobei ich immer sage, um so richtig in die Pat McGrath Welt einzutauchen, ist schon so eine Mothership das Ding, wo ich sage, da hat man wirklich die Special Shades von ihr und das, was es für mich auch besonders macht. Aber gerade im letzten Jahr, die Mothership Mega Palette hat mir super gut gefallen. Und in diesem Jahr ist sie den vielen Stimmen mal nachgekommen und hat die Palette etwas bunter gestaltet. Erstmal, also das ist der Pappkarton. Die Palette an sich sieht genauso aus. Ich finde, verpackungsmäßig macht Pat McGrath auch immer viel richtig. Also das ist immer eine sehr extravagante Verpackung, aber auch, ich finde, eine sehr schöne Verpackung. Diesmal alles in Pink. Als ich die ersten Sneak Peeks gesehen hatte, dachte ich, oje, oje, das wird schon wieder so eine pinkfarbene Palette werden. Auch vom Inhalt ist es aber nicht, was ich ganz schön finde, dass das Pat McGrath Logo mit diesem Orange, was eigentlich jetzt nicht so als erstes in den Sinn kommt, Orange und Pink, aber genau das finde ich gut, dass sie das so kombiniert hat. Man hat in der Palette 18 Farben enthalten. Es gibt sie momentan nur bei Pat McGrath auf der Seite. Sie kostet 86 Euro dort. Man kann auch auf der Seite sehr gut bestellen. Also alle Zollgebühren, alle Gebühren, die anfallen würden, sieht man schon im Warenkorb, sodass man weiß, was am Ende auf einen zukommt. Die Versanddauer ist immer etwas unterschiedlich. Jetzt gerade haben sie erstmalig, glaube ich, auf der Homepage auch geschrieben, es dauert bis zu 2 Wochen, bis die Sachen rausgeschickt werden. Und dann, je nachdem, welche Versandart man wählt, dauert es nochmal bis zu einer Woche, bis die Sachen dann bei einem sind. Ansonsten, ich habe mir auch die 2 anderen Paletten bestellt. Die 2 kleineren, die waren innerhalb von 4 Tagen bei mir. Die Palette hat gut eine Woche gedauert. Also das ist immer sehr unterschiedlich. Ansonsten denke ich auch, dass die Sachen nach Deutschland kommen werden. Das ist ja ihre Holiday, also Weihnachtskollektion, und diesmal sehr groß ausgefallen. Also wir haben einmal die Mothership Mega Palette, wir haben 2 Quins erstmalig in einem speziellen Format, das es so nicht gab. Es gibt 2 Blush-Paletten, bunte Mascaras. Der Kajal, glaube ich, wurde einfach in der neuen Holiday-Verpackung nochmal rausgebracht. Es gibt Lippenstiftsets, es gibt ihre matten Lippenstifte und noch ein Highlighter und noch ein Blush. Also diesmal ganz viel, und was ein bisschen speziell war, es kam nicht alles zur selben Zeit raus. Also das ist alles etwas unterschiedlich gelauncht. Ich habe mir jetzt noch nicht alles bestellt. Ich bin auch bei den Blush-Paletten nicht sicher, weil da sind doppelte Farben drin, ob ich die mir bestellen möchte. Einerseits würde es mich interessieren, ob die Formulierung wirklich die gleiche ist. Und ich habe mir auch schon überlegt, ob ich mir die Blush-Paletten bestelle und dafür meine Single-Blushes abgebe. Das würde etwas Platz sparen. Also da weiß ich es noch nicht ganz genau. Aber die 2 Lidschattenpaletten, die habe ich hier. Da wird auch in den nächsten Tagen das Video kommen. Und der Einzel-Highlighter und Blush, der ist auch schon bestellt. Also auch dazu wird dann ein Video kommen. Aber im heutigen Video geht es ausschließlich um die Mothership Mega. Die Außenverpackung der Palette, das ist Cardboard, aber also eine Pappverpackung. Aber was man sagen muss, eine sehr stabile Pappverpackung. Also das fühlt sich schon sehr gut aus. Auch hier ist das Logo so ein bisschen wie drauf gedruckt. Also das hat etwas Struktur. Auf der Rückseite hat man die ganzen Namen von den Farben mit einem Sticker drauf. Es sind 22,7 Gramm Produkt enthalten. Die ist made in Italy und es ist eine Haltbarkeit von 18 Monaten angegeben. Man hat einen ziemlich großen Spiegel mit dabei. Wie bei ihren vorherigen Paletten wird der Spiegel gehalten mit 2 Bändchen. Ich finde das eigentlich ganz praktisch. Wenn man das abstellt, dann kann man sich doch sehr gut betrachten.
Das ist durch die Größe der Palette auch ein ziemlich großer Spiegel. Ich habe aber auch schon manche gesehen, die die Bändchen abgeschnitten hatten. Die Palette hat einen Magnetverschluss, der auch ziemlich stark ist. Also ich brauche immer so ein bisschen Gegendruck, um die überhaupt aufzubekommen. Also das ist schon sehr hochwertig gemacht. Das Innenleben sieht dann diesmal so aus. Und wie vorhin schon gesagt, sie hat auf die vielen Stimmen gehört und hat erstmalig einige Farbkleckse in diese Palette mit reingebracht. Sie selber beschreibt so, dass sie einmal hier eine neutrale Sechserreihe hat, eine kühle Sechserreihe und dann nochmal einen Warmanteil. Also wenn man möchte, kann man sich die Palette praktisch in drei aufteilen. Wenn man jetzt erstmal nicht weiß, wo man starten möchte, bietet sich das als guter Einstieg für die Palette an. Ich war doch sehr begeistert, dass sie endlich mal Farbe gewählt hat. Wobei ich denke, ganz viele tragen halt die meiste Zeit neutrale Farben. Deswegen glaube ich, von den Verkaufszahlen kann ich mir vorstellen, dass neutrale Paletten besser gehen. Umso schöner finde ich es, dass sie diesmal einen etwas bunteren Weg gewählt hat. Aber ich finde, für mich ist es jetzt so, es sind immer noch Farben, also nicht so ganz Neonfarben oder so ganz schreiende, wo ich doch denke, die kann man integrieren und einigermaßen neutrale Looks mit hinbekommen oder auch für mich Angsthasen tragbare Looks. Ich habe mit der Palette, dadurch, dass sie jetzt schon einige Zeit bei mir rumliegt, einen Abend mal 6 verschiedene Looks geschminkt. Ich habe auch versucht, von ihrem Instagram-Account 2-3 Looks mal nachzuschminken. Und dann habe ich nochmal 2 sehr neutrale Alltagslooks mit der Palette geschminkt. Einen heute hier und ich lasse das wie immer alles mitlaufen. Dafür gehe ich auch wieder auf die Seite, blende das hier ein samt den Swatches und würde dann durch die einzelnen Farben gehen. Ich würde es auch jetzt in dem Fall wieder so machen, dass ich eher nach Formulierung gehe und nicht Reihe für Reihe. Ich finde, das passt dann auch immer ganz gut vom Swatch her. Lasst mich gerne wissen, ob das für euch so okay ist oder ob ihr gerne die Lidschatten der Reihe nach besprochen hättet. Und auf ihrer Seite sagt sie, man hatte einmal so Highlight Shades mit enthalten. Also so klassische Inner Corner Highlight Shades unter die Augenbraue oder so als Topper, um nochmal was aufzuhellen. Und die Highlight Töne in dieser Palette beschreibt Pat McGrath einmal den hier. Das ist Cosmic Champagne, dann Luna Lavender. Das ist der Ton, der schauschiert so leicht ins Lavendelblau. Und Golden Angelica. Ich habe die auch hier mal geswatcht. Ich weiß gar nicht, ob man die sieht, weil die von sich aus eben so Highlight-Töne sind, die jetzt nicht ganz so schreiend metallisch sind. Die haben eine sehr buttrige Konsistenz, also die sind auch nicht so ganz dünn, aber jetzt auch nicht so cremig metallisch, sondern ja, so ein bisschen auf der einen Seite doch etwas pulverig, aber ein buttriges Pulver. So würde ich das jetzt bezeichnen. Wie sie sagt, sind das sehr schöne Töne, um nochmal ein Highlight zu machen. Oder wenn man einfach einen sehr soften Look haben möchte, eignen sich diese Farben auch gut. Die lassen sich auch durch diese Buttrigkeit ganz gut verblenden, haben aber von sich aus jetzt nicht so eine ganz tief deckende Farbe. Und gerade der Lavender-Ton, ich habe in meinem zweiten Look, habe ich den so in der Mitte platziert und der kommt so richtig zum Strahlen. Also dieses leichte lila Lavendelfarbene in dem Ton kommt noch mehr zur Geltung, wenn man dunklere Farben drumrum macht oder wenn man ihn über eine dunklere Farbe drüber gibt, dann kommt der richtig schön raus. So ganz alleine ist er sehr zart, fast weiß-blau, kaum zu erkennen, aber sobald ein Kontrast daneben ist, dann ist das ein sehr schöner Ton. Ansonsten sind das Töne, die hat sie immer auch in ihren Mothership-Paletten, also es ist immer so ein heller Ton mit dabei, sehr schöne Qualität. Ich mag die ganz gerne, die sind nichts Spektakuläres, aber doch immer so Farben, die man gerne in einer Palette hat und in diesem Fall ist halt der Luna Lavender das Spezielle, weil der einfach mal in eine andere Richtung geht, das andere ist so ein Champagnerton und der hier unten
Golden Angelica geht einfach mehr ins Goldene, aber auch noch so ein softes Gold. Das ist für mich als nicht so richtig Goldliebhaber ein tragbarer Ton ist, der halt nicht so komplett den Augenlook dann übernimmt. Dann kommen wir zu den matten Farben in der Palette. Ich habe die auch alle mal geswatcht und das dürfte viele freuen. Die letztjährige Palette, die war ja sehr schimmerlastig und es waren, glaube ich, nur 3 oder 4 matte Farben enthalten. Diesmal haben wir ganze 9 matte Farben und erstmalig auch etwas buntere Farben. Die matten Farben fühlen sich ziemlich cremig an, alle auch vom Gefühl her. Oftmals sind ihre Matten doch auch mal gerne etwas trockener. Die fühlen sich im Großen und Ganzen alle sehr cremig an. Nur der blaue Ton und der lilane Ton hier unten, die sind ein bisschen trockener vom Gefühl. Vom Auftrag hatte ich mit keinem der Töne Probleme. Ich mag die matten Farben von Pat McGrath sehr gerne. Da gehen die Meinungen ja immer sehr auseinander. Also die Lidschattenformulierung mag nicht jeder. Sie sind oftmals sehr gut pigmentiert. Ich finde, bei denen geht das jetzt? Was bei mir so war oder wo ich gesehen habe, jetzt zum Beispiel bei dem Grünton, der hat eine richtig schöne Farbe, das ist Altered State. Bei dem muss ich ein bisschen aufpassen, einfach mit dem Ausblenden, um das schön hinzubekommen. Das habe ich aber mit jeder Farbe, die so stark pigmentiert ist oder die so dunkel ist und die sich sehr unterscheidet von meinem eigenen Hautton. Wenn ich das ausrauche, dann sieht das immer mal gerne fleckig aus, also das passiert mir nicht mit Pat McGrath nur, sondern das passiert mir mit allen Farben oftmals ganz gerne. Aber es ging sehr gut. Ich habe ja da, wie gesagt, am Anfang gerade die ersten 2 Looks oder der zweite Look, da habe ich das Grün verwendet. Und dann, glaube ich, nochmal beim 4. Look habe ich das Grün komplett in den Außenwinkel gegeben. Und es hat super gut geklappt, hat mir sehr gut gefallen. Ich stempel das drauf und verblende eben einfach nur vorsichtig und rauche das nicht so aus und baue die Farbe eher langsam auf, als dann zu viel auf dem Lid zu haben und nicht mehr zu wissen, wohin damit. Also ich, obwohl ich jetzt nicht so der bunte Lidschatten-Look-Kenner bin, kam ganz gut zurecht und mir haben auch meine bunten Looks sehr gut gefallen. Also ich finde auch, in dieser Palette ist ein sehr schöner Mix enthalten. Das Blau, der heißt Nocturnal Navy und das ist so ein tiefer blauer Ton. Der ist sehr neutral, nicht sehr schreiend. Der eignet sich meiner Meinung nach sehr gut auch für einen neutralen Look, einfach so als kleiner Farbtupfer, ohne dass der zu krass rüberkommt. Also die Farben bis hierhin, finde ich, mit denen konnte ich super arbeiten, hat mir sehr gut gefallen. Auch der Ton, das ist Auburn Allure und das ist so ein Rotbraun. Gefällt mir auch richtig gut. Das ist der hier unten. Mit dem hier kann man zum Beispiel auch, wenn man jetzt den benutzt, das ist Flame Fatal. Das ist der hier. Der hat schon eine ordentliche rote Farbe und kommt auch so auf dem Auge raus. Und wenn man das etwas runterdimmen möchte, dann eignet sich der natürlich wunderbar. Dann wird das Ganze etwas neutralisiert und der Look wird eben ja von diesem sehr schreienden doch etwas runtergedimmt, sodass mir das auch sehr gut gefallen hat. Also insgesamt die Farbauswahl. Ich bin doch begeistert. Ich bin immer ganz froh über solche Paletten, weil die mich aus meiner Komfortzone rausbringen. Und ich habe ein paar Looks geschminkt. Da hätte ich gar nicht gedacht, dass mir die am Ende so gut gefallen. Ich habe einmal einen goldenen Schimmerton genommen und nur mit dem Blau mir einen Eyeliner gezogen. Und das hat mir richtig gut gefallen. Der blaue Ton, der ist nämlich auch so, wenn man den über einen metallischen Lidschatten gibt, entweder dann nochmal zum Abdunkeln oder auch als Liner, dann wird auch das Blau, also dann scheint dieses Metallische durch und dann sieht das Blau auch super metallisch aus. Das hat mir sehr gut gefallen. Also der blaue Ton ist auf jeden Fall einer meiner Favoriten in der Palette. Mir hat auch mein lila Look natürlich ganz gut gefallen. Lila ist auch ja so meine Farbe. Mit den braunen Tönen kann man super Alltagslooks schminken. Also ich habe heute den Ton, das ist Nightfall und Desert Divinity, den Ton in meiner Crease, dann noch einen Shimmer Shade übers gesamte Lid und ich finde das einen wunderschönen Look. Und da hat man mit diesen beiden Farben auch immer was dabei, wo man alle
bunten Farben auch gut mit kombinieren kann, dass man nicht immer ganz so all in gehen kann, sondern man kann so ein bisschen Farbe mit ins Spiel bringen, hat aber doch noch andere Farben, um das Ganze etwas runter zu dimmen, wenn man nicht so kräftig farbige Looks haben möchte. Man kann aber mit dieser Palette im Gegensatz zu den anderen durchaus auch sehr farbig gehen. So denke ich, ist für jeden was dabei. Also das hat mir super gut gefallen und ich kam mit den matten Farben sehr gut zurecht. Sie sind sehr gut pigmentiert, aber jetzt auch nicht so stark pigmentiert gewesen, dass es mich total erschrocken hätte. Das ist bei ihren Mothership, da habe ich manchmal das Gefühl, die sind stärker pigmentiert als jetzt die hier. Ich muss das nochmal vergleichen untereinander, wie die Konsistenz ist, ob die etwas anders ist, aber ich hatte das Gefühl, dass die Formulierung ein wenig anwenderfreundlicher ist. Zumindest war das jetzt so meine Erfahrung mit der Palette. Ihr könnt euch bei den Looks selber ein Bild machen, wie ihr findet, aber ich kam ganz gut mit zurecht. Bei den bunten Looks, da muss ich immer etwas langsam machen, also nicht so schnell, sondern pass wirklich auf, wo ich was platziere, bin sehr vorsichtig, dann eben auch mit dem Ausblenden arbeite hier mit sehr viel kleineren Pinseln, als ich das sonst gewohnt bin und das sind keine Farben, also gerade das Grün oder das starke Rot oder das Lila, das sind jetzt keine Farben, mit denen ich mal so schnell einen Augenlook mache, sondern da passe ich einfach ein bisschen mehr auf und gebe mir mehr Mühe, weil ich in dieser Farbwelt einfach nicht so geübt bin. Das Einzige, was vielleicht ist, also die dunkelsten Farben, sind tatsächlich die drei und vielleicht der lila Ton. Alles andere bewegt sich so im Mittelfeld. Das ist ein sehr heller Ton. Auch der hier, der Venusian Peony, das ist auch so ein hellerer Ton. Was ein wenig fehlt, ist so ein ganz dunkler Ton. Also ich glaube, da bekommt man noch mit dem Blau die meiste Farbtiefe hin, auch mit dem Braun. Ich habe den heute hier so ein bisschen im Außenwinkel. Da kann man auch Looks abdunkeln. Bei so einer ganz großen Palette weiß ich nicht, ob ich da nicht sogar einen Schwarzton gut gefunden hätte. Ich glaube, gerade mit den bunten Farben, auch mit so einem Grün, wenn man das ausrauchen will oder nochmal verdunkeln will, dann ist so ein Schwarz schon auch immer nicht ganz schlecht. Ich bin jetzt nicht immer so der Schwarzfreund, aber in der Palette, glaube ich, hätte ein schwarzer Lidschatten ganz gut getan. Wenn man jetzt so ganz smokige Looks haben möchte, da könnte man in der Farbauswahl dadurch etwas eingeschränkt sein. Das wäre jetzt so mein Wunsch gewesen, um es für mich noch ein bisschen perfekter zu machen, dass ich tatsächlich, glaube ich, in der Palette einen schwarzen Ton sehr begrüßt hätte. Dann kommen wir jetzt zu den metallischen Tönen in der Palette, auch so die aussagekräftigsten oder auch strahlendsten Töne in der Palette. Da haben wir einmal Bronze Infatuation, dann haben wir Eternal Amour, das ist der hier, und Heavenly Bronze. Die werden in der Palette als Gleaming Metallics beschrieben, also die sollen richtig ein Metall Effekt aufs Auge bringen und das machen sie auch. Die drei Farben sind wunderschön. Selbst das Gold, das heißt auch Heavenly Bronze, das hat so einen bronzigen Unterton, dass mir das sehr gut gefällt. Das war der Ton, den ich benutzt habe mit dem blauen Eyeliner und den Look fand ich richtig super. Und was für mich auch super überraschend ist, ist der Ton hier. Das ist Eternal Amour. Das ist auch der, den ich heute auf dem Auge habe. Ich finde, ich bin jetzt auch nicht so ganz der Rosa-Pink-Freund, aber der Ton, den finde ich traumhaft. Ich finde, der gibt einen so schönen Effekt auf dem Auge. Das kommt wahrscheinlich über die Kamera gar nicht so richtig schön rüber, aber der hat was Rosanes und durch dieses Metallische, also sobald da irgendwie Licht drauf fällt, sieht das auch immer so ein bisschen weiß aus und das ist ein sehr schöner Effekt. Die Farben sind sehr glatt auch in der Oberfläche. Die sind nicht so dick. Das gefällt mir sehr gut. Jetzt im Gegensatz zu der Huda Beauty Palette, da waren viele metallische Töne, auch bei der ABH Palette, so ein bisschen dicker von der Konsistenz. Die sind ziemlich dünn und ja, sehr zart und sehr cremig und geben
trotzdem den schönen Effekt. Also von den drei bin ich begeistert. Die gefallen mir alle. Auch der bronzige Ton hier. Das ist so ein stinknormales Braun, aber auch der macht einen super schönen Effekt auf dem Auge. Den habe ich auch gerne für den Außenwinkel mal verwendet, um noch so ein bisschen was abzudunkeln. Und dann hat er auch noch mal so einen schönen Glanz dabei. Also die drei Töne gefallen mir besonders gut. Dadurch, dass ich jetzt nicht so der Riesengold-Fan bin, muss ich sagen, die zwei noch am besten. Und der ist mein Star in der Palette oder mein Überraschungston. Ich hätte nicht gedacht, dass mir der so gut gefällt. Und heute auch mit den braunen matten Tönen in der Crease, dann wirkt es nicht ganz so komplett rosa, sondern hier außen sehr neutral und dann nur dieser rosa Touch drin. Gefällt mir sehr gut. Dass mir der bronzige gut gefallen wird, das war mir von Anfang an klar. Aber bei dem war ich doch sehr positiv überrascht. Und dann hat man zu guter Letzt noch drei Satin Frost Shades mit drin, so steht es auf ihrer Seite, und das sind dann die Töne Guilty Opulence, Aquarian Dream und Starlit Copper. Und sie schreiben, die Töne sind dafür da, um dem Augenlid oder dem Augenlook nochmal so einen Pop zu geben mit einer Satin Color. Also das ist eine Satin-Formulierung, also keine von den metallischen. Und die fühlen sich aber für mich fast so an wie die Highlight Shades hier oben. Also ich würde fast sagen, das ist die gleiche Formulierung. Auch so ein bisschen buttrig, etwas dicker von der Konsistenz, aber auch noch so, das fühlt sich fast an wie so ein Zwischending zwischen Creme und Puder. Das sind auch welche, die kann man super gut als One and Done verwenden, lassen sich auch sehr gut in die Crease verblenden. Und dann sind das die drei Farben hier unten. Der Goldton, wir haben ja drei Goldtöne mit drin, einmal den hier und den hier oben. Meiner Meinung nach, also ich hätte auf den ganz gut verzichten können, weil der so nichts Spezielles für mich hat. Der durch dieses bronzige, metallische gefällt mir noch ganz gut. Und der Ton, das ist so ein ja, Antikgold, so ein grünlichen Anteil, der passt natürlich perfekt zu dem Ton. Also mit den beiden habe ich auch einen Look geschminkt. Hätte ich den jetzt unbedingt gebraucht? Wahrscheinlich nicht, aber müsste ich einen von den drei Goldtonen wegwählen, würde ich eher den wegwählen, weil der einfach vom Unterton mal ein bisschen was anderes ist und der sich so wunderbar zu dem Grünpart, der ist auch sehr neutral, der Goldton, also der lässt sich auch gut kombinieren mit den Brauntönen, der passt auch perfekt in diese erste Sechserreihe mit rein, deswegen kann ich dem durchaus was abgewinnen. Bei dem Ton, das ist Aquarian Dream, der sieht im Pfändchen erstmal sehr viel kräftiger aus, als er dann auf der Hand rauskommt, da weiß ich nicht. Ich glaube, da hätten sich wahrscheinlich viele gewünscht, dass das eher so ein metallischer Ton ist, wie die hier oben, um auch den Glanz rauszubringen. Dadurch, dass es halt nur so ein Satin-Finish ist, glänzt er auch jetzt im ersten Moment nicht so stark und hat auch nicht so eine ganz starke Deckkraft. Man kann den ansprühen und dann bekommt man durchaus ein bisschen mehr von der Farbe hin. Man sieht es jetzt hier auf dem Finger, wenn man ihn dick aufbaut, ansprüht, über eine dunkle Base gibt, also über dem dunklen Blau, das mal hier gemacht, da finde ich, kommt der sehr gut raus. Da kann man das Blau zu einem doch mehr metallischen Ton machen. Da wirkt der super und dann wird es natürlich, also über alles, was man den gibt, dann wird das kräftiger. Mit dem Blau passt das natürlich gut. Dann hat man im Prinzip diese Farbe. Jetzt nochmal hier einmal das Blau, einmal mit dem Aquarian Dream gemischt und einmal der alleine. Also das ist auch ein Ton, der eignet sich wunderbar über einer anderen Farbe. Wenn man ihn allein verblendet, ist er halt so ein bisschen so ein hellblauer Ton, der von sich aus jetzt auch nicht so viel Strahlkraft hat. Ist halt ein Satin-Finish. Ich mag so Töne, weil ich ja eben nicht mit so ganz viel Farbe gehe. Und dann ist das einer, den ich auch durchaus tragen kann, der mich gleich nicht erschlägt. Aber wenn man jetzt gehofft hatte, dass man so einen richtig metallischen, kräftigen Ton bekommt, dann wird man sicher mit dem hier erstmal enttäuscht sein. Da muss man ein bisschen arbeiten oder ein bisschen was mit ihm machen, um ihn metallischer hinzubekommen. Und das gleiche gilt auch von dem Copperton, wobei der noch von sich aus etwas mehr Farbe
Tiefe hat. Das ist der Starlit Copper. Das ist auch so ein wunderbarer Ton. Den kann man gut mit dem Braun kombinieren. Den kann man auch natürlich gut kombinieren. Also der passt auch perfekt in diese Reihe mit den warmen Farben hier. Auch ein sehr schöner Ton. Für mich auch so ein perfekter One-and-Done-Lidschatten. Auch der lässt sich super als Crease-Farbe verwenden. Deswegen mag ich ihre Satin-Finishes ganz gerne, weil das sind für mich Farben, da brauche ich nicht unbedingt einen matten Ton. Deswegen hat mir auch die letztjährige Palette sehr gut gefallen. Ich muss es nicht so matt haben. Ich arbeite eben auch gerne mit Satin-Tönen in der Crease und deswegen mag ich die Formulierung auch. Insgesamt denke ich, ist es eine sehr ausgewogene Palette, die durchaus etwas jetzt Farbe drin hat, wo man viele verschiedene Looks mit schminken kann. Wenn man die Palette jetzt im ersten Moment sieht, denkt man, das ist eine sehr kräftige, sehr bunte Palette, aber ich finde auf dem Auge, auch durch die vielen Satin-Töne, man hat 6 Satin-Finishes mit dabei, die eben von sich aus ja so ein Mittelding zwischen metallisch und matt sind, bekommt man doch auch sehr gedeckte Looks mit drin. Und wenn jetzt jemand sich erhofft hätte, wie das bei den Mothership-Paletten so ist, dass man doch sehr funkelnde Augenlooks bekommt, dann könnte man mit der Palette enttäuscht sein. Man hat im Prinzip nur diese 3 metallischen Töne, die eben auch einen deutlichen metallischen Effekt bringen und die dann auch so ein bisschen schoschieren und ein bisschen funkeln. Alle anderen Schimmerfarben in der Palette sind für mich eben keine Schimmerfarben, sondern so Satin-Finishes, die nicht so viel Strahlkraft haben und die von sich aus etwas gedeckter sind. Für mich Farbangsthasen perfekt. Ich mag das sehr gerne, weil ich für mich auch für die Arbeit alltagstaugliche Looks mit hinbekomme, trotz der bunten Farben. Wenn man jetzt sehr schreiende, kräftige Farben haben möchte, gerade auch mit den Schimmerfarben, ich glaube, dann ist die Palette nichts. Da ist nicht sehr viel Sparkle und Glitzer und Glam mit enthalten. Alles in allem finde ich das eine sehr gelungene Palette. Mir gefällt sie sehr gut. Ich zeige noch mal kurz die 2 anderen Paletten aus den letzten Jahren dagegen, damit man mal sehen kann, wie so die Farbunterschiede sind. So, wir haben einmal hier die Celestial Divinity. Die war von sich aus noch mal ein bisschen anders. Also die fühlt sich nicht so hochwertig an wie die letzten beiden jetzt. Das war die erste Mothership Mega Palette. Die sieht so aus. Da haben wir auch schon so ein bisschen lila drin. Das wären die beiden. Ich finde hier gerade mit den Lidertönen, ja, da hat man vielleicht etwas sogar Überschneidung. Das war mir gar nicht bewusst. Die hatte ich schon tatsächlich länger nicht mehr in der Hand. Die lila sind halt alles so Schimmertöne. Die richtig ersten bunten, matten Töne hat man jetzt in der neuen. Aber das wären die beide jetzt nebeneinander. Da weiß ich gar nicht, ob es die noch gibt. Die vom letzten Jahr, die gibt es auf jeden Fall. Glaube ich, bei Douglas habe ich die jetzt gesehen. Die sah so aus, da haben sich ja viele aufgeregt, weil da in der Mitte dieser leere Part war. Und das wären jetzt die 2. Das ist eine meiner liebsten Paletten, auch von Pat McGrath, die ich am häufigsten auch so für den Alltag verwende. Sehr schöne Satin-Finishes mit dabei. Für mich perfekte One-and-Done. Das ist für mich eine wunderbare Alltagspalette. Die liebe ich sehr. Aber ist halt sehr schimmerlastig. Also man hat hier nur 4 matte Farben mit dabei. Und die 4 matten Farben sind auch alle braun oder rosig. Das ist halt alles eine Richtung. Für mich im Alltag perfekt. Mehr brauche ich da nicht. So sehen dann die beiden nebeneinander aus. Ich denke, von der Ausgewogenheit und Vielfalt ist das jetzt die vielfältigste Palette und erstmalig halt auch mit bunten, matten Farben, was sich viele gewünscht haben. Nicht so die allerschreiendste Palette, was jetzt die metallischen Farben angeht, auch gerade die Huda Beauty Palette oder die ABH Palette, die haben schon so 1-2 Töne mit drin, die so richtig speziell sind und nochmal was Besonderes geben. Das hat die jetzt nicht. Mir persönlich gibt der Ton was Besonderes, weil mich der einfach so positiv überrascht hat und mir der so gut gefällt. Ich glaube, was der Palette noch gut getan hätte, um ihr nochmal mehr so das gewisse Extra zu geben, wäre ein so Duo oder Multichrome hier drin, irgendwas sehr Funkelndes und ein Schwarz.
Schwarzton. Dann wäre es für mich eine ziemlich perfekte Palette gewesen. Einfach auch, weil man sowohl neutral hat als auch Farbe, also wirklich in sehr viele verschiedene Richtungen gehen kann. Und dann auch nochmal so was Spezielles, so einen speziellen Ton mit dabei gewesen wäre. Das wäre so das Nonplusultra gewesen. Ansonsten gefällt es mir sehr gut, eben einfach, weil ich oftmals mit solchen Looks super zufrieden bin und das die Looks sind, die ich doch am häufigsten trage. Mich würde jetzt total interessieren, was ihr zu der Palette sagt. Was sagt ihr zu dem bunten? Denn es haben ja viele gesagt, sie wollen unbedingt mal eine bunte Palette und bunte matte Farben. Jetzt hat sie das geliefert. Jetzt habe ich auch einige aber schon gehört, die gesagt haben, oh, ob ich die auch tragen werde. Ich weiß nicht, ob ich mir die kaufe. Deswegen würde mich da eure Meinung interessieren. Habt ihr die Palette? Interessiert euch die? Reichen euch diese metallischen und Satin-Finish oder hättet ihr euch da auch nochmal dann mehr Wumms erwartet, wenn man sagt, okay, ich gehe bunt, dann schon richtig knallig, oder findet ihr die Mischung, dass es ja so ein bisschen bunte Farben sind, aber doch alles in allem nicht ganz so knallig? Schreibt mir das super gerne, das würde mich richtig interessieren. Ansonsten war es das von meiner Seite. Ich bedanke mich wie immer ganz herzlich fürs Reinschalten. Vielen Dank für eure Zeit. Falls es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Kanal abonnieren, wenn ihr mehr sehen wollt. Und dann wünsche ich euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.